Matze, die Saison ist schon fast wieder rum. Ging erstaunlich schnell. Wir stehen vor dem letzten Spiel bei Paderborn. Und ich wollte einfach mal fragen, heute beim Training, wunderschönes Wetter in Hamburg. Wie ist denn die Stimmung bei dir? Wie ist die Stimmung in der Mannschaft? So sonnig wie momentan das Ganze drumherum hier? Ja, ich glaube, dass die Stimmung im Großen und Ganzen ganz gut ist. Ich meine, klar, das Spiel in Dresden, das musst du auch erstmal ein bisschen sacken lassen. Du verlierst dort doch sehr unglücklich eigentlich 1-0. Du hast gute Möglichkeiten, um das Spiel für dich zu entscheiden und am Ende dort als Sieger vom Platz zu gehen und auch den Ausrutscher von Düsseldorf dann auch zu nutzen. Das hast du leider nicht hinbekommen. Jetzt hast du halt noch eine theoretische Chance. Aber ich glaube, das sollte man jetzt mal komplett beiseite schieben, ob man die Relegation noch erreichen kann oder nicht. Was unser Ziel sein muss, und da sollten wir den Hebel ansetzen diese Woche, ist ganz einfach, dieses letzte Heimspiel vor unseren Zuschauern im ausverkauften Millerntor einfach zu gewinnen. So, und dann gucken wir, was dabei rauskommt am Ende, ob da noch was geht. Und wenn nicht, dann haben wir uns anständig und gut verabschiedet in die Sommerpause. Und ich glaube, egal, was wir jetzt noch erreichen können, wir können doch auch ein Stück stolz auf die Saison sein. Wir haben eine gute Leistung gebracht. Und ich glaube, das sollte das primäre Ziel sein, eigentlich diese drei Punkte zu holen gegen Paderborn. Ist das der Weg zum Erfolg? In den letzten Wochen wurde es ja auch schon gesagt, man muss sich auf die Punkte 4, 5 und 6 gegen Dresden konzentrieren, nicht auf das, was Fürth gegen Düsseldorf macht oder Ähnliches. Ja. Dass man das wirklich komplett abschottet? Sollte man versuchen, ja. Ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass man sich, dass man auch lernt. Das ist auch ein Prozess, glaube ich. Da muss sich jeder Einzelne mit auseinandersetzen und beschäftigen, zu lernen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das, was jetzt gerade gebraucht ist. Das ist genau das Gleiche beim Torschuss. Ne? Wenn ich die Situation bekomme, 16 Meter vorm Tor, dann kann ich nicht darüber nachdenken, ob mich das Plakat hinterm Zaun stört, sondern dann muss ich einfach fokussiert sein auf das, was jetzt kommt, nämlich der Torschuss zum Torerfolg. Und über diese Kleinigkeiten muss man das lernen, sich da wirklich zu fokussieren. Der ein oder andere, dem ist das von Haus aus in die Wiege gelegt, und der andere muss da wirklich auch hart dran arbeiten, um das hinzubekommen. Ne? Wie ist das so aus deiner Erfahrung in den letzten Jahren? Hilft es da, wenn man als Team mal nochmal was Außergewöhnliches zusammen macht? Oder hat man da besondere Sachen, die man im Training vielleicht machen kann? Also ich glaube, dass unsere Mannschaft generell eine Menge miteinander unternimmt. Dass sie eine hohe Empathie haben. Eine hohe soziale Komponente ist in dieser Mannschaft gegeben. Also von der Seite aus ist das alles wirklich top und das machen sie auch richtig gut. Ich glaube, dass es wichtig ist, als Mannschaft sich wirklich nochmal hinzusetzen und ganz kurz zu sagen, okay, was wollen wir jetzt? Wir haben jetzt ein Spiel noch, und ob daraus vielleicht noch zwei mehr werden, können wir nicht beeinflussen. Wir können es ein bisschen beeinflussen, indem wir einfach dieses Spiel gewinnen gegen Paderborn. Und ich glaube, das ist das Einzige, wo man sich als Mannschaft nochmal einschwören muss. Wir haben verdiente Spieler bei uns in der Mannschaft, die auch verabschiedet werden, die St. Pauli nach etlichen Jahren verlassen. Und allein dafür ist es schon meine verdammte Pflicht als Mitspieler, diesen Spielern einen wunderschönen Abschied zu bringen und zu gestalten, indem man ein super Spiel abliefert, gewinnt und eine tolle Atmosphäre hat im Stadion. Und für die Spieler, die gehen müssen von diesem Verein, dass sie das einfach mitnehmen. Das ist, glaube ich, wirklich die verdammte Pflicht jedes Einzelnen. Für dich nicht mehr aktiv, inzwischen passiv, vielleicht dann umso wichtiger. Ihr werdet ab dem neuen Jahr die Tribüne nicht mehr hinter euch haben, die gehen gerade, sondern dann eine neue Tribüne. Auch so ein bisschen ungewohnt, denkt man da dran, oder ist das noch völlig weit weg? Das ist halt das letzte Spiel mit dieser Tribüne. Ja, doch schon. Also ich habe mich da auch schon des Öfteren mit beschäftigt, gerade jetzt am letzten Heimspiel, was für fantastische Lieder dort gesungen wurden, die man dann einfach viel mehr wieder mitbekommen hat. Und ich wirklich so an meine alte Zeit erinnert gefühlt habe, wo ich selber ins Stadion gegangen bin noch und auf der Tribüne stand. Richtig, richtig klasse Lieder. Und das wird uns sicherlich fehlen, aber sie kommt ja wieder. Also wir kriegen eine neue Gegengerade, eine noch bessere Gegengerade und eine noch stimmgewaltigere Gegengerade. Also haben wir etwas, worauf wir uns wirklich sehr freuen können.
du so ein bisschen anfängst zurückzublicken auf das Jahr mit Bene Pleque und Philipp Czauner, hast du zwei Torhüter gehabt, beide haben gespielt, Nummer 1 und Nummer 2. Bist du so zufrieden mit dem, wie sie sich über das Jahr hinweg entwickelt haben? Absolut. Also bei beiden, Philipp habe ich ja dann erst im Sommer kennenlernen dürfen, nachdem wir ihn verpflichtet haben von 1860. Mit Bene habe ich selber noch gespielt, genauso wie mit Arvid Schenk und auch Ole Springer. Wenn ich jetzt alle vier nehme, muss ich sagen, war es eine fantastische Zusammenarbeit. Es hat mir großen, großen Spaß gemacht. Es war für mich auch Neuland. Ist jetzt mein erstes Jahr gewesen, auf der anderen Seite praktisch. Und sie haben es mir auch dahingehend sehr leicht gemacht, dass sie immer sehr willig waren, sehr engagiert waren, wissbegierig waren und in dem offenen Buch Matze Hein immer gerne lesen wollten und ich auch gerne bereit war und bin, alles, was ich mal so erlebt habe in 20 Jahren, dann auch das weiterzugeben, weil da war sicherlich auch eine Menge Positives dabei, aber auch eine Menge Scheiß. Und wenn sie dann den Scheiß vermeiden können, dann ist ihnen schon mal geholfen, dann sind sie schon mal einen Schritt weiter, als ich jetzt war, vielleicht in demselben Alter. Und das ist wirklich toll gewesen, muss ich sagen. Und darüber hinaus, Training, Spielen, haben die Jungs richtig guten Job gemacht. Danke. Der Sportchef? Herr Schulte kommt auch mal. Endlich. Es ist mittlerweile 16 Uhr. Naja, gut. Den Job hätte ich auch gerne. Hätten wir in der Schule besser aufgepasst. Ja, du sagst es. Kennst du eigentlich jemanden beim MSV? Beim MSV Duisburg? Ja. Ja, den Markus Bollmann kenne ich. Kiste Bier hingeschickt? Na, brauche ich gar nicht. Wenn ich dem sage, pass auf, du musst für mich gewinnen, dann tut er das. Umsonst und mit Freude. Er würde sterben für mich. Glaube ich. Nein, aber drückt man da doch noch so ein bisschen die Daumen? Ja, natürlich. Also im Fußball ist schon eine Menge passiert und gerade so diese Aufstiegs-Abstiegs-Geschichten, letzter Spieltag, vorletzter Spieltag, waren immer sehr, sehr interessante, brisante und spannende Geschichten dabei und mit Ausgängen, die niemand vorhergesagen hätte können. Und ich glaube, dass der MSV Duisburg den Düsseldorfern richtig Paroli bieten wird. Und vielleicht haben wir Glück, wenn wir unsere Hausaufgaben machen und die Düsseldorfer Nerven zeigen und die Duisburger einfach einen Schokoladentag haben. Wer weiß, was dann passiert. Ne?